Liebe Eltern, der kleine Hallo möchte bitte aus dem Bälleparadies abgeholt werden. Und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Let's Play Clash of Clans mit mir, dem Thorsten. Und natürlich möchte ich den Hallo hier nicht auf den Arm nehmen, also vielmals um Entschuldigung gebeten, aber ihr habt es im Titel gelesen, Liga-NGs, Fragezeichen. Ich weiß, ich glaube, hier in der Liga sind natürlich die Engineered-Accounts, also die, die nicht alles gebaut haben, nicht mehr so im Vorteil wie in den normalen CKs. Also in den normalen CKs verschaffen sie sich dadurch einen kleinen Vorteil. Ich weiß nicht, so im Rathaus 9-Bereich, ob das jetzt so das Richtige ist, aber im 10er, 11er-Bereich sicherlich immer noch gängig, dass man dort keine Infernos hat oder keinen Adler hat. Und aber ich denke mal, der Schuss geht so ein bisschen nach hinten los. Aber der Legendenschreck, der Hallo hier, hat auch einen ganz, ganz normalen Rathaus 9er-Account, den er hier irgendwo platziert hat. Und deswegen ist und der ist auch absolut nicht engineered, also das ist ein ganz normaler Account. Und wir sehen auch hier, er hat hier auch alles gebaut mit dem Account, also der Legendenschreck hier ist ja auf jeden Fall doppelspurig unterwegs. Und Grüße gehen natürlich raus an den Clan Luxus Motel Event. Ja, es ist ein Event-Clan, so ähnlich wie wir oder mit vielen Accounts, glaube ich, in den Event-Clans zurzeit unterwegs sind. Aber wir wollen natürlich auch ein bisschen was von den Kämpfen sehen. Ich glaube, auch unser Clankrieg davor war so ein bisschen engineered geprägt, zumindest was der Gegner hatte. Und ja, oftmals geht da natürlich so ein bisschen dann der Schuss nach hinten los. Ich muss mal gerade schauen. Ich hatte mir hier eigentlich so ein paar Kämpfe hier rausgepickt. Ich muss die nur immer wieder finden. Das ist aber schon Rathaus 10 auf Rathaus 9. Also wir haben hier in unserer Liga so ein bisschen, ja, so einen kleinen Vorteil. Wir sind hier von der Gewichtung her mit ziemlich vielen Elbern und Zehnern unterwegs. Und der Gegner hat in der Regel etwas zu viele Rathaus 9er. Ich glaube, ich habe immer einen einzigen mitgehabt unten. Und die habe ich auch so ein bisschen durchgetauscht. Auch mal einen Zehner getauscht, weil es kann auch nicht jeder unbedingt an allen 7 Tagen hier teilnehmen. Wir haben ja also auch welche gehabt, die konnten hier halt nur am Wochenende und können in der Woche nicht. Und so können wir hier so ein bisschen relativ flexibel durchtauschen und können auch ruhig mal ein Rathaus 9 mit reinnehmen und können dafür einfach dann ein Rathaus 10 einmal draußen lassen. Und mit Minern geht das immer sehr, sehr gut gegen eine Rathaus 9 Base. Okay, der Hund, der ist jetzt ein bisschen nervig. Der Hund hält nämlich auf. Also der Hund ist so ein bisschen so ein Zeitschinder hier, denn die Queen bekommt ja von nichts jetzt zur Zeit hier in dieser Base jetzt überhaupt Beschuss. Die Karre lässt er hier ganz gemütlich mal quer durch die Base fahren. Okay, die Welpen, da kommt die Queen jetzt nicht mehr ganz hinterher. Muss er aber auch, glaube ich, nicht. Und die geht in jedem Fall jetzt gleich mit in die Base rein. Also die Karre, ihr seht das hier, ja, so eine Max-Karre, dann in so eine Base hier, die Miner jetzt Richtung Rathaus geschickt. Und genau entgegengesetzt dessen, was jetzt eigentlich aus der Clanburg kommt. Da kamen jetzt ein paar Bowler raus. Ein Riese, glaube ich. Und im Rathaus 10-Bereich ist das immer noch eine Truppe hier, mit der du natürlich super, super dippen kannst. Überhaupt keine Frage. Und es ist hier leider so, wir müssen hier dann natürlich viele, viele Dips an den Tag legen, also Rathaus 10 auf Rathaus 9 oder sogar teilweise haben wir schon 10er auf den 8er gehabt. Ist leider so, kann ich nichts für, so ist halt die Liga, aber wie gesagt, die Engineered Accounts hier oder die Kriegsaccounts, die sind hier natürlich mit ihrer Gewichtung zählt das überhaupt nicht. Hier zählt ja Liga und nichts anderes, also Gold 1 gegen Gold 1, Punkt. Ob dann Engineer drin ist, der dann natürlich sehr, sehr hoch gerankt ist, weil er ein Rathaus 11 ist, auch wenn er denn keine Infernos hat oder keinen Adler hat, ist ganz egal, spielt dem überhaupt nicht zur Sache. Ich glaube, ich habe hier noch einen erwischt, der hatte noch ein paar, ja, der hatte wenigstens ein paar Infernos, aber die Base ist hier auch irgendwo so hingebaut worden, glaube ich, vom Oliator, das heißt also, als er denn mal Rathaus 10 wurde, hat er zumindest die zusätzlichen Gebäude hier irgendwie hingestellt. Aber eine Rathaus 10er Base hat er sich nicht oder noch nicht wirklich gebaut. Vielleicht hat er auch vergessen, sie umzustellen. Also kleiner Tipp, ruhig die Kriegsbase ein bisschen, wenigstens so ein ganz kleines bisschen ausbauen. Das habe ich ja auch mit genau diesem Account hier gemacht, mit dem
mit dem Avatar. Ich habe erstmal die Mauern irgendwo integriert, die paar Gebäude, die ich dazu bekommen habe, irgendwo hier reingebracht. Und in der Mitte hatte ich so ein bisschen Bammel, muss ich sagen, denn dort kam der Elektrodrache raus und der hat ja auch dann schon ein paar Trefferpunkte, aber die Masse an Hexen hier, die ringen den jetzt nieder. Und jetzt sind da schon, die Mitte ist jetzt komplett schon entkernt. Jetzt geht es nur noch daran, hier außen ein bisschen aufzuräumen. Und die Queen mit ein paar Bowler, eine ganze Masse Hexen dahinter, sogar noch ein Riesen. Gut, die hat hier unten jetzt gar keinen Beschuss mehr. Das Einzige, was hier jetzt noch kommt, ist ein Tesla. Aber auch die Base hier ist nicht ganz ausgebaut. Ihr seht das sind Rathaus 9 Rathaus 9 Tesla. Und deswegen war die auch nicht ganz so stark, aber sie blieb halt am Ende für mich über. Was willst du machen? Nette 3 Sterne hier, leicht verdiente Medals, also leicht verdiente Marken und auch relativ leicht verdiente Siege. Aber das wird sich sicherlich ändern, wenn wir aufsteigen. Und wir werden ganz sicher aufsteigen in diesem Clan. Wird das nicht mehr ganz so einfach sein, denn einfacher wird das in Clash of Clans nie. Es wird eher immer so ein kleines Stück schwerer. Das heißt also, die Masse der Skelette ist hier schon nett. Sondern es wird eher dann immer ein ganz, ganz kleines Stückchen schwerer, sodass wir irgendwann vermutlich auch auf unser Rathaus 9er verzichten. Und der nächste Ärger steht auf jeden Fall schon mal ins Haus hier. Denn die Meute möchte natürlich die Medaillen am Ende haben. Und ich bin schon wirklich, wirklich gespannt, wie die Verteilung überhaupt in den Clans sein wird und auch hier sein wird. Denn ich habe gestern natürlich den Vorschlag gemacht, die Medals, also die zusätzlichen Medaillen, die verteilt werden können, die bekommen alle die jetzt nicht, also die gemeldet waren, aber nicht mit in den CKs waren, vorzugsweise die Rathaus 9er, ich glaube so im Rathaus 8er, 7er Bereich, ich glaube 7er haben wir gar nicht mehr, da nimmst du die Marken mit, die wir hier ja durch die Kriege bekommen haben, also für die gewonnenen Kriege. Das war auch eine Frage die Tage in den Kommentaren. Was gibt es eigentlich? Also es gibt nach wie vor pro Stern Medaillen, also wenn ich 3 Sterne hole, dann bekomme ich 3x XX Medaillen, je nach Liga. Und es gibt dann immer für den Gesamtsieg eines Clankrieges auch nochmal zusätzliche Medaillen. Und genau diese Medaillen hier, oder hat er den Sprung so ein bisschen verhauen? Oder er hat ihn geswerkt, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, er hat ihn verhauen. Passiert mir ja auch, einen dicken Finger irgendwo. Oder mir passiert das immer gerne mit einem kleinen Finger, dass ich dann irgendwo, zack, irgendwo plötzlich auf mein Tablet komme. Und habe dann Zauber weggeballert. War aber hier nicht so schlimm. Auch hier habt ihr gesehen, kein Adler. Und dann sind diese Bases mittlerweile relativ einfach. Da kannst du die Base auch komplett ausbauen. Du bist halt als Kriegsaccount immer so ein bisschen, ich habe es schon ganz, ganz oft gesagt, immer so ein bisschen Opfer. Du musst dir also immer antun oder musst damit immer rechnen, dass deine Base in der Regel einen Dreier kassiert, außer der Angreifer ist jetzt nicht ganz so gut. Und musst selber dann wahrscheinlich etwas höher auch ein sehr, sehr guter Angreifer sein. Was ich sicherlich hier dem Adi auch zutraue. Der Clan Ultra Chaos ist auch ein deutscher Clan, hat das ganz gut gemacht. Was die Sterne angeht, sie waren halt rathausmäßig etwas unterlegen an der Stelle. Und haben aber das Beste raus gemacht. Ich habe mich auch nicht gewundert, dass Nummer 1 Nummer 10 macht. Denn da geht es auch um Sterne. Also fand ich absolut in Ordnung, dass er jetzt nicht unsere Nummer 1 gemacht hat, um da vielleicht nur einen Stern rauszukriegen, denn es gibt immerhin auch hier schon pro Stern 6 Marken. Das heißt also, er hat sich 3x 6 Marken da geholt. So sollte man ruhig vorgehen, wenn man so ein bisschen Mismatch hat hier in der Liga, dass man wenigstens die Sterne rausholt, die man maximal erreichen kann. Fand ich sehr, sehr gut. Wir haben halt 40-28 verloren. Ich glaube, das war jetzt nicht ganz so schlimm. Aber gehen wir nochmal in den laufenden CK rein. Der ist gestern angefangen und auch hier ist es halt so, dass ihr seht das hier 5 auf 3 ohne Adler. Keine Adlerartillerie. Ich habe dem Sammy hier gesagt, bitte geh ein bisschen höher, nicht dein Gegenüber oder was auch immer. Denn uns fehlt oben ein Angriff, die lassen wir einfach auf. Und deswegen hier mit Bola Hexen ist immer nach wie vor in diesem Bereich hier eine gute Kombi. Und wenn du dann schon... Wie gesagt, wenn du dann keinen Adler hast, der auf die Truppen jetzt ballert, der würde ja jetzt schon die ganze Zeit ballern und zusätzlichen Schaden machen, dann hast du einen kleinen Vorteil, wenn du ein netter Angreifer bist. Schöner, schön gesetzter Sprung hier, finde ich. Und so kommt er hier zumindest schön tief jetzt über die Mitte der Base hinaus. Rechts geht, beziehungsweise hier unten,
von mir aus rechts gesehen jetzt, also von meinem Zuschauerplatz, ein paar Bowler, ein paar Hexen. Das ist optimal eigentlich, dass die hier so ein bisschen außen immer mitgehen, sodass die Truppen, die hier innen drin sind, nicht so weit nach außen gezogen werden, sondern immer die ganze Zeit mittig der Base bleiben. Also hat er schön gemacht hier. Aber wie gesagt, kein Adler. Und das verschafft dir leider hier in der Liga keinen Vorteil, dass der Dani hier ein NG-Account ist. Ich nenne es mal so. In der normalen Liga wird das sicherlich wieder anders sein, aber irgendwann ist es sowieso vorbei. Ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr nach wie vor von diesem Engineered-Account haltet. Habt ihr selber noch einen? Schwört ihr da drauf? Ich meine, wenn der Dani hier jetzt immer Rathaus 11 bleiben will und nie auf 12 gehen will, dann geht das natürlich, dass er den Adler hier erstmal nicht postiert. Aber ich glaube, so die richtigen Vorteile, ich habe es jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen. In den beiden CKs hier ist es mir mal wieder aufgefallen, dass es sowas gibt. Bei uns gibt es sowas gar nicht. Und wir sind also ganz normaler Clan, kein einziger NG-Account dabei. Und wenn sich hier mal einer tummelt, dann ist es in der Regel ein Spenden-Account oder so. Aber mit in die Kriege hier geht zumindest so lange, wie ich hier jetzt noch so ein bisschen bin, kein einziger Engineered-Account. Und wir lassen hier auch in der Regel, wir lassen hier in die Clans rein. Aber ich sage dann auch immer ganz klar, wenn du deine Infernos nicht baust, als Beispiel, hier kommt ein Rathaus 10 rein. Wenn du die Infernos nicht baust, dann kannst du hier gerne sein. Aber in die Kriege nehme ich dich nicht mit. Ja, denn da musst du schon ziemlich guter Angreifer sein, um dein Gegen mindestens irgendwo als Maßgrenze dein Gegenüber zu schaffen. Und wenn du das nicht packst, aber immer drei kassierst, dann hilft das in solchen Clans hier zumindest nicht mehr. Ein bisschen Platz haben wir. Ihr könnt euch gerne bewerben. Ich glaube, kein Thema hier bei den Herausforderern. Ich lehne aber oder wir lehnen auch immer mal wieder ab. Denn so ganz NG'd möchte ich das dann hier auch nicht haben, beziehungsweise so gerusht. Erstmal ganz, ganz geschmeidig aus. Wir führen relativ hoch, auch was die Sterne angeht und auch was die ganzen Marken angeht. Ihr seht das hier, also wir haben hier schon sehr, sehr, sehr viel gedreht. Ich habe mit Avatar zweimal leider ein bisschen gefehlt. Das ist aber nicht so schlimm. Und ihr seht das hier unten, gibt es auch ein paar Neuner, die habe ich dann halt mal ein bisschen durchgetauscht. Der Philipp ist, glaube ich, noch ein Neuner. Der Furkan ist ein ganz frischer Neuner. Und Uschi, Gompi, das sind dann alle schon die Achter. Alex ist noch wieder ein Neuner, aber den habe ich überhaupt nicht so hier mit reingenommen. Denn dann sind mir ist dann schon eher lieber, dass ihr die Marken bekommt. Aber ich bin wirklich gespannt, wie das hier mit der Verteilerei kommt. Und ja, fahren wir noch kurz mal ein bisschen rum hier mit meinem frischen Rathaus 11er. Denn der muss in jedem Fall so ein bisschen was machen. Zweiter Klick hier. Wunderbar, zweiter Klick hier, den können wir mal mitnehmen. Der ist zwar ein bisschen fetter, aber ich glaube, das ist nicht so schlimm, denn ich will hier nicht gewinnen und komme ganz gut zurecht hier mit dem frischen Elfer. Bin also ganz zufrieden, muss mich jetzt allerdings auch mal wieder so ein bisschen um die anderen Accounts kümmern. Oh, der hat hier auch das Dunkle. Schön für mich draußen hier, das ist natürlich cool. Das nehme ich gerne mit in den Bohrern hier, die zumindest außen sind. Und ich glaube, die Ecke hier hinten können wir auch noch machen. Dann nehmen wir mal zwei Riesen jeweils mit rein. Eins, zwei. Ah, da muss ich schon drei Mauerbrecher nehmen. Okay. Dann geht das hier mit den kleinen Kobis rein. Also ich farme hier ganz kleine Flamme. Aber ich glaube, dafür sind die Kobolde ja da. Und ich finde nach wie vor in den Bereichen hier, wo du überhaupt keine Pokale machen willst, selbst hiermit mache ich ja manchmal ein paar Pokale, ist es ganz in Ordnung. Wo habe ich denn jetzt eigentlich? Ah, da. Hier habe ich noch zwei Lager. Die nehme ich auch. Aber da ist kein Minenwerfer, der jetzt meinen Kobolden da zu nahe kommt. Und dann haben wir das Lager auch. Wunderbar. Wo habe ich jetzt noch was vergessen hier? Manchmal sieht man ja den Wald vor lauter Bäumen, nicht? Da habe ich ihn. Jetzt habe ich auch nur noch 14 Kobolde. Und dann nehmen wir aber das Lager noch mit. Damit ist das schon mal auf 0. Und dann haben wir jetzt noch einen hier, ich baller hier jetzt einfach mal alles raus. Auch die ganzen Magier, denn ich kriege eine Truppe danach, die dann mal so ganz, ganz anders ist. Also ruhig die Pokis hier verlieren, mal sehen, ob er 30% bekommt. Denn den Gegner gönne ich dann immer schon etwas längeres Schild. Mal sehen, ja, ist jetzt ein bisschen doof. Vermutlich muss ich jetzt noch irgendwie meine Queen setzen, dass der hier wenigstens ein ordentliches Schild bekommt. Und er jetzt nicht gleich schon wieder abgefarmt wird. So, das war's. Und damit hat er jetzt ein etwas längeres Schild, nämlich für 12 Stunden. Wunderbar, gut gemacht hier. Fair Play, Toto. Und
Ich würde sagen, das ist erstmal gewesen von der Liga. Heute mal ohne Facecam, denn meine Facecam ist immer auf meinem Extraarm. Die sitzt nicht auf meinem Monitor. Und da ich mal hinter meinem Schreibtisch dringend die Bewohner mal wieder umsiedeln musste, das heißt also, da hatten sich so ein paar Spinnen festgesetzt. Die kamen da einfach nicht mehr raus. Und deswegen bin ich im Moment hinterm Schreibtisch am Saubermachen und die Webcam musste kurz mal weichen. Also die Webcam ist bei mir nicht auf dem Monitor, sondern auf einem extra Arm angebracht, damit, falls ich mal hier am Tisch wackel, die Webcam nicht mitwackelt oder am Monitor. Das aber nur aus technischer Hinsicht. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst mir am Ende einen Daumen nach oben da. Falls ihr neu im Kanal seid, abonniert diesen Kanal. Sagt's ruhig weiter. Bis dahin, euer Toto. Bestimmt.